Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung, liebe Studierende, mein Name ist Christiane Muth und ich grüße Sie von der Universität Bielefeld, wo ich seit dem Oktober letzten Jahres dabei bin, die Allgemein- und Familienmedizin aufzubauen. Bei uns in Bielefeld passieren spannende Sachen. Wir haben gerade erst einen Festakt zur Eröffnung der medizinischen Fakultät hinter uns gebracht, der ein großer Tag für die Allgemeinmedizin und für die hausärztliche Versorgung in dieser Region war. Weil beide Ministerien, sowohl das Ministerium für Wissenschaft und Kultur als auch das Gesundheitsministerium, sich nochmal klar dazu bekannt haben, dass Bielefeld einen Schwerpunkt in Allgemeinmedizin hat. Das drückt sich aus in einem besonderen Modellstudiengang, den wir jetzt gerade entwickeln und an den Start gebracht haben. Das heißt, die ersten 60 Studierenden kommen an die Uni Bielefeld und beginnen einen Studiengang, den es so nicht noch einmal in Deutschland gibt. Wir haben vom ersten bis zum letzten Tag in diesem Studium die Möglichkeit, allgemeinmedizinische Inhalte zu vermitteln. Und das wollen wir tun, indem wir viele Hausärztinnen und Hausärzte aus der Region gewinnen und in den Unterricht mit einbeziehen. Nicht nur innerhalb der 8 Wochen Blockpraktika oder beziehungsweise Praktika in den Hausarztpraxen, sondern auch in den seminaristischen Teil der Ausbildung. Das heißt, wir an der Uni verstehen uns als Vermittler. Wir unterrichten in erster Linie theoretische Konzepte und wissenschaftlich denkendes Handeln. Aber wir brauchen für den authentischen, qualitätsgesicherten Unterricht des Faches Allgemeinmedizin, der klinischen Inhalte, tatsächlich Hausärztinnen und Hausärzte, die aus ihrem täglichen Leben in der Praxis ihre Erfahrungen mit einbringen können. Darüber hinaus wollen wir aber auch die Forschung aufbauen, denn das, was wir in den Hausarztpraxen beforschen wollen, können wir nur dort. Und dazu freue ich mich, dass ich überall in der Region, in Praxen, wie auch an der Universität, eine Aufbruchsstimmung erlebe und viele innovative Konzepte und gute Ideen wahrnehme. Ich lade Sie daher ein, mitzutun an diesem Aufbau und sich auf Ihrem Hausärztetag über viele spannende Themen auszutauschen, Digitalisierung, neue Themen in der ärztlichen Weiterbildung. Sie haben ein spannendes Programm vor sich und ich wünsche Ihnen dabei viele neue Eindrücke und hoffentlich auch Gelegenheit für einen Austausch unter Kollegen. Viel Vergnügen bei Ihrem Hausärztetag.